Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei Santon Berger in Pezzo. Wir können uns duzen. Hallo Dorothee. Hallo Landfräulein Luise. Ihr seid ja die Spezialisten im Punkt Santon und ihr seid auch voll im Erntemodus jetzt gerade. Es geht richtig los. Erzähl doch mal was, wie ist denn überhaupt Santon hier also zu so einem großen Zentrum geworden? Da hängt ja eine kleine Liebesgeschichte dran zwischen deinen Eltern, glaube ich. Genau, Luise. Wir haben letzten Samstag unsere Santon-Ernte 2021 eröffnet mit dem 18. Santon-Erntefest. Also du siehst, da ist eine ganze Menge Geschichte dabei. Wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Firmenjubiläum. Wow. Und ich bin hier in zweiter Generation und habe die Liebe in zweiter Generation zum Santon übernommen. Schön. Und meine Eltern haben die Flächen in den 80er Jahren übernommen, haben mit 20 Hektar angefangen. Und Santon hat meine Eltern auch schon immer fasziniert. Dieses orangene, satte an der Küste, aber auch an den Straßenrändern. Und von daher war das das Beste, dass man festgestellt hat, daraus kann man tolle Produkte entwickeln, die wirklich auch gesund sind, die von hier sind, die nachhaltig sind. Wir betreiben seit über 30 Jahren Bioanbau und haben ein großes Stück auch für die Natur, für den Naturschutz tragen wir dazu bei. Wie erfolgt dann so die Ernte von Santon? Man ist ja ein bisschen abgeschreckt vielleicht immer, weil da Dornen dran sind. Genau, ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet, Luise, dass ich dir das auch mal genau zeigen kann. Wie auch, das ist ja eine Wildpflanze, die ganz normal von allen verwendet wurde und viele Omas haben das schon vor 100 Jahren gepflückt und geerntet. Man kann diese kleinen Dolden abschneiden vom Zweig und es ist sehr, sehr aufwendig. Man kann die pflücken und das ist, da seht ihr schon, das matscht ganz doll. Ne? Dann kann man sich eine Schere nehmen und die ganz einzeln abschneiden. Auch das ist eine mühsame Arbeit. Aber das Gute ist, das gibt für einen Haushalt einen Trick und auch wir als Unternehmen haben uns einen Trick einfallen lassen. Ah, okay. Weil ihr seht schon, das dauert Ewigkeiten. Und es gibt für den Haushalt einen Trick. Man kann diese kleinen Dolden in das Tiefkühlfach tun und im Tiefkühlfach einfrieren. Und danach gehen die Früchte sehr viel einfacher vom Ast ab und dann kann man die viel einfacher verarbeiten. Und ihr macht das im Betrieb auch so? Naja, wir haben ja nicht nur einen Stiel. Wir haben ja nicht nur einen Strauch. Wir haben 150 Hektar, die wir momentan beernten. Und da schneiden wir die Äste zu zwei Drittel ab. Und dann werden die frischen Äste in große Obstkisten, wie du es von der Apfelernte vielleicht kennst, werden die eingelagert und werden ins Tiefkühlhaus gebracht. Und da werden die schockgefrostet. Und schockfrosten heißt halt nicht nur bei minus 18 Grad, wie wir das aus unserem Tiefkühlschrank zu Hause kennen, sondern bei minus 36 Grad werden die schockgefrostet. Dann werden die Früchte besonders schnell hart und dann geht es über eine große Rüttelmaschine. Und bei dieser Rüttelmaschine werden die Früchte vom Ast getrennt und durch ein Gebläse werden die Blätter, die du hier so schön sehen kannst, von den Beeren weggepustet, sodass wir wirklich nur die gefrorenen Beeren einlagern. Der Vorteil von Schockfrosten ist ja, dass die Vitamine erhalten bleiben. Und Santon ist ja also eine Vitaminbombe im wahrsten Sinne des Wortes. Was kriege ich denn alles für tolle Vitamine, wenn ich mir Santon in allen Varianten, die du hier auch noch hast, die du uns hoffentlich auch noch gleich vorstellen wirst? Erzähl mal was, Dorothee, dazu. Ja, Santon ist bekannt als die Zitrone des Nordens. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. So, und die Zitrone des Nordens, das wissen wir ja auch eigentlich, hat viel, viel Vitamin C. Aber Vitamin C bekommen wir in unserer Ernährung, glaube ich, schon recht gut. Da haben wir gar keine großen Sorgen. Aber das Vitamin C sorgt natürlich dafür, dass wir ein stabiles Immunsystem haben. Von daher ein toller Vitamin C-Lieferant. Aber Santon kann viel, viel mehr, da hast du recht. Santon hat Vitamin A, hat Vitamin K, hat Vitamin E. Santon hat ein ganz wertvolles Öl. Santon ist so ein bisschen, kannst du dir vorstellen, wie eine Olive. Ah, okay. Auch in dieser kleinen Frucht steckt ein Fruchtfleischöl. Und dieses Fruchtfleischöl, so 2-3% sind das nur, wird schon seit 1000 Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, für innerliche und äußerliche Angelegenheiten. Wow.
Also Santan ist ein wahrer Alleskönner. Aus diesen Santanbeeren produzieren wir den Saft und das Öl und können dadurch Vitamine, ja, kann man zu sich nehmen. Aber Santan hat auch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, und ich sehe, jetzt kommen wir mal hier zu deinen Produkten, die du so hast. Du hast Konfitüre, du hast Aufstriche, ihr macht Sirup zum Teil. Dann gibt es hier auch direkt gepressten Sanddornsaft. Der direkt gepresste Saft ist eigentlich das, was in der eigenen Verarbeitung recht mühevoll ist. Schau mal, Luise, wenn ich jetzt meine Sanddornbeeren habe und sie verarbeiten möchte, kann ich das ganz klassisch tun. Ich mache hier einen Sieb und stoße die Früchte ein bisschen an. Ich mich halt auch nicht. Da, das spritzt, siehst du, Luise, müssen wir mal aufpassen. Und man kann das ganz klassisch, wie alle anderen Früchte, auch zu Saft verarbeiten. Aber die kleinen Beeren, das ist eine mühsame Arbeit. Und man bekommt von so viel Arbeit gar nicht so viel Saft raus. Durch unsere Verarbeitungsmethoden, die auch sehr schonend sind, kannst du das ganz viel einfacher haben. Und deshalb ist das eine coole Alternative, wenn du auch nicht so viel Zeit hast, die Früchte zu pflücken, zu verarbeiten und daraus Saft zu pressen. Und du hast ja gesehen, es spritzt ja auch ordentlich. Und das ist wirklich die geballte Kraft des Santons. Die Früchte werden in einem Wasserbad kurz angetaut, weil sie sind ja gefroren. Danach werden sie gepresst. Und dann werden sie kurz pasteurisiert mit einer Kurzzeiterhitzung. Das heißt, dass es haltbar ist, aber schnell hochgefahrene Temperaturen und dann aber auch schnell wieder zurückgekühlt, sodass die Vitamine erhalten bleiben. Und dieser Saft ist vielseitig zu verwenden. Man kann es 1:4 mit Wasser verdünnen, man kann es in seinen Lieblingssaft mischen, man kann daraus aber auch seinen Gelee selber kochen. Oder was machen wir denn noch alles Schönes damit? Ein Sanddorn-Dressing oder eine Limonade. Also das ist die Grundlage für alle möglichen Produkte, die man auch verwenden kann. Gerade jetzt wird es wieder ein bisschen kühler und dann ist es auch sehr lecker, wenn man eine Scheibe Ingwer mit Sanddornsaft mit heißem Wasser auffüllt und mit Holunderblütensirup süßt. Ja. Und dann ist ein ganz tolles Heißgetränk, wenn man aus dem kühlen Nass dann nach Hause kommt, ist das wirklich etwas, was uns wieder ordentlich durchwärmt. Ja. So, das ist so ein bisschen, das ist so dieses Urprodukt vom Santon und auch das bekannteste und beliebteste, das sind die Säfte. Dann haben wir, das ist ja schon gesagt, unser Santon-Exotik-Saft, das ist unser Santon-Einsteiger-Saft. Für alle, die sagen, oh, ich musste immer Santon trinken und kennst du die? Ja, die immer sagen, oh Gott, das ist gar nicht mein Ding. Und der schmeckt ja mega lecker. Genau, und das ist unser Saft, da ist Santon drin, aber der schmeckt gar nicht vorrangig und das schmeckt vor allem ganz vielen Kindern. Ich hatte am Wochenende zum Santonfest, hatte ich die Cheerleader da und die haben gesagt, boah, Santon schmeckt ja mega. Ja, und das war echt cool, also zu hören, dass die jungen Menschen einfach sagen, Santon schmeckt mega. Dafür sind diese Produkte, weil das Wichtigste an Lebensmitteln ist, dass sie gut schmecken. Ja. Und so haben wir viele verschiedene. Aus Santon kann man fast alles machen. Wir machen Santon-Wein, Santon-Sekko, einen leckeren Santon-Likör, verschiedene Fruchtaufstriche mit Santon. Ich hatte ja auch miterlebt, also bei einem Santon-Fest, da habt ihr Waffeln gemacht oder Eierkuchen und dazu dann Apfelmus mit Santon. Genau. Also das hat auch lecker geschmeckt. Also man kann wirklich eine Menge auch einfach reinmischen in, wenn man jetzt zum Beispiel einen Apfelmus macht und dann nochmal Santon mit rein, das kriegt auch nochmal eine ganz tolle Note. Genau, ein schöner Säurekick ist es immer. Ja, genau. Und dieses Jahr auf dem Santon-Erntefest gab es Santon-Bratwurst. Wow. Und du hast sie verpasst, dann kommst du nächstes Jahr wieder. Ja, genau. Und das war auch so, bei den Kunden konnte man wirklich sehen, oh, habt ihr keine normale Bratwurst? Und nee, es gibt nur Santon-Bratwurst. Und am Ende war es dann aber doch, boah, ist das lecker. Also ist das lecker, eine tolle Kombination, wirklich nochmal ein bisschen Säure vom Santon mit drin zu haben. Also das ist überraschend lecker und man muss sich nur darauf einlassen. Ja, Dorothee, jetzt hast du uns mal aufs Feld gebracht und wir konnten gerade Ingolf mal sehen, wie er da schneidet. Erzähl mal, wie viel schafft ihr denn so am Tag? Wir habt ihr den Traktor gerade gesehen, ne? Und 40 dieser Großkisten füllen meine Mitarbeiter am Tag. Oh. Das ist eine ordentliche Arbeit, das ist eine ordentliche körperliche Arbeit. Ihr habt ja gesehen, man muss ein bisschen aufpassen, die ganzen Brennnesseln und die Dornen. Und das ist schon eine ordentliche Herausforderung jedes Jahr. Und wie viel sind das dann an Tonnen nachher am Ende eines Jahres, was ihr so an Sanddornen sozusagen
verarbeitet? Ja, glücklicherweise steigt die Nachfrage nach Sandhorn und wir verarbeiten mittlerweile 150 Tonnen Sandhorn und können unseren Bedarf auch selbst decken. Und, aber die Tendenz ist nach wie vor, geht die nach oben und das ist toll. Ja, super. Dann bin ich jetzt gespannt, gehen wir wieder rein und du machst mir da so einen tollen Energiebooster. Sandhorn Energiebooster für dich extra, klar. Super. Ja, Dorothee, jetzt möchtest du mir noch irgendwie einen tollen Energiebooster zusammenmixen. Da bin ich ja jetzt ganz gespannt. Ja, unser Energiespender bekommt eigentlich so ziemlich jeder Gast bei mir erstmal und das bekommst du auch heute. Dazu nehmen wir unseren 100%igen Sandhornsaft direkt gepresst und Sandhornsaft immer vorher kurz schütteln, dass sich das auch alles gut vermischt. Und wir nehmen von dem 100%igen Saft einen kräftigen Schluck. Für alle, die es nachmachen wollen, ungefähr wie ein doppeltes Schnapsglas und von der Menge. Und dass es auch alles ganz lecker schmeckt, süßen wir das mit Holunderblütensirup. Wieder einen kräftigen Schluck. Aber jeder Gast, der zu uns kommt, bekommt den Holunderblütensirup mit auf den Tisch. Dann kann er nämlich nachsüßen, je nach Belieben. Okay, super. Das Getränk wird dann mit Mineralwasser aufgegossen. Das ist schön frisch. Und das ist jetzt so ähnlich wie das, was du vorhin erzählt hast, dass wenn ich jetzt aus einem kalten Winter reinkomme, aus einer Winterwanderung, dann ergänze ich das Wasser, also tausche ich aus mit heißem Wasser und dann wäre aber sonst die Zusammensetzung dieselbe? Genau, nur dass wir im Winter eine Scheibe Ingwer noch rein. Ach stimmt, den hatte ich jetzt. Mit reinmachen und, genau. Und unser frischer Kick im Sommer ist die Pfefferminze. Wow, okay, gut. Schau mal, ich habe ein bisschen frische Pfefferminze hier. Ja. Und bei der Pfefferminze ist immer ganz wichtig, nicht die großen Blätter reinschmeißen, sondern reiß sie auseinander, dass auch die ätherischen Öle sich ausbreiten können. Und dann hast du ein schönes Erfrischungsgetränk. Okay, danke schön. Bitte schön. Koste mal, dann hört mich der Schmatzen gleich. lecker. Und frisch durch das Wasser. Dann nochmal so zeigen. Wirklich lecker und es kommt jetzt auch wirklich super die Minze durch. Nicht gleich so vorrangig, erst hast du dieses Frische vom Sandhorn und dann kommt so die Minze. Total lecker, super Idee, danke. Ja, besucht Sandhornberger hier. Es gibt ganz tolle Flyer, wo auch Veranstaltungen drauf sind. Man sieht also, wie man dorthin kommt. Nutzt es einfach, habt Spaß hier, es ist wirklich eine Reise wert und man hat hier ja auch noch einen tollen Kräutergarten hier auf dem Gelände, wo man auch noch mal ganz tolle Sachen entdecken kann. Also viel Spaß!